So, geh nicht zur Prinzessin und die diese Kakerlake Koforpur, der hat Angst, sollte jetzt reinkommen. Da wir sehen, wie ich einen Kasperl mache von ihm. Hallo, hört man mich? Ja, man hört dich klar und deutlich. Ja, also, ich habe halt eine Frage letztens gestellt an Hamdi, um genau zu sein. Mit Sahih al-Bukhari muss ich kurz nochmal nachlesen. Darf ich die Frage stellen, oder? Haben die es da? Darfst du eine Frage stellen, Ja, natürlich. sicher kannst du. Ja, also, Sahih al-Bukhari 4802. Kann ich auch gleich vorlesen? Ja, Once I was with the bitte. Prophet sallallahu alaihi wasallam in the mosque at the time of sunset. Einmal war ich mit dem Propheten sozusagen in der Moschee zu der Zeit vom Sonnenuntergang. Okay, Sonnenuntergang geht's hier. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O Abu Dhar, do you know where the sun sets?" Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, "O Abu Dhar, weißt du, wo die Sonne untergeht? Hier geht's jetzt um den Sonnenuntergang." Allah and his apostle knows best, he said. Der Typ sagt, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und ja, it goes underneath Allah's throne. And that is Allah's statement. Das heißt also, die Sonne bewegt sich während dem Sonnenuntergang. Also nicht, dass die Erde sich dreht. Steht gar nichts davon. Und dass es halt unter Allah's Thron sozusagen geht. Genau. So, ich lasse mir sogar die Fra antworten, wenn du willst. Ja, gerne, gerne. Also in dem Von meiner Hadith. Schule, gib ihm Gas jetzt, zeig ihm. Ja, Nein, kein Problem. das ist korrekt. Das. Okay, was ist deine Perfekt. Frage? Genau. Also, das ist ja so, er will erklären, wie Sonnenuntergang entsteht. Habe ich es richtig Nein. verstanden, oder? Nein, nein, nein. Hier wird Bitte? gefragt. Nein, das ist falsch. Abu Dhar sagt, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Der Prophet a.s. hat gesagt, und wir müssen halt das Arabisch auch verstehen. Er sagt, die Sonne geht unter dem Thron oder befindet sich unter dem Thron und wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt ganz wichtig, umkreist seine eigene Achse. Aus physikalischer Sicht. Ich studiere Physik und Mathematik. Ja? Die Sonne hat seine eigene Umlaufbahn, dreht sich um seine eigene Achse. Das ist damit gemeint. Das ist auch in Sura Yasin zu sehen, in Sura 36, Vers 33, wo es heißt, dass die Sonne und der Mond ihre eigene Laufbahn haben. Da wird nicht gesagt, sie drehen sich um die Erde oder sonst was, sondern die Sonne hat ihre eigene Umlaufbahn und zwar seine eigene Achse. Bezüglich dem Niederwerfen. In dem Hadith heißt es, die Sonne ist unter, also geht unter dem, nicht. Also geht vor dem Thron, wirft sich vor Allah nieder. Was heißt niederwerfen? Heißt nicht, dass er plötzlich Arme und Beine bekommt, sondern Allah sagt im Koran, die Bäume und die Sterne werfen sich vor ihrem Herrn nieder, aber ihr versteht es nicht. Das heißt, wir können nicht verstehen, wie diese Niederwerfung gemeint ist. Weil wir werfen uns auf unsere eigene Art nieder und die Bäume und Sterne werfen sich vor Allah auf ihre Art und Weise nieder. Ja? Und nicht Arme, Füße oder sonst was. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. Sie geht bis das niederwerft unter den Arsch, unter den Thron Allah. فذلك قوله تعالى. Der Prophet Muhammad gleich erklärt das mit Koran. Du brauchst nur weiterlesen. فذلك قوله تعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Die Sonne, dass sie hat eine Bahn, die herum drin geht. Okay. Die Frage hier, wie geht es, dass die Sonne unterwerft unter den Allah-Thron? Allah-Thron ist über die Himmel, über alles. Wir leben, Mond, Sonne, alles unter seiner Macht und unter seiner Thron. Die Sonne, die Gelehrte sagen, du musst doch ein bisschen zu die Gelehrte sagen, nicht zu dieser Prinzessin. Du, von deiner Stimme merke, dass du bist ehrlich, weißt du? Also, geh zu die Gelehrte, was sie sagen. Da gibt es zwei Meinungen. Sie sagen, wenn die Sonne auf jedes Land aufgeht und ein anderes Land untergeht, weißt du, wie bei uns jetzt in Österreich, es ist unten gegangen, Sonne, gell? Jetzt geht sie auf in Amerika. Das ist eine Preisloben Allah, das ist eine Sujud, sie macht sie, dient Allah, wann sie geht, auf, weißt du, sie macht ihre Aufgabe, fühlt sie das.
Und das ist ihre Sujud, die Gelehrten sagen, das ist ihre Niederwerfung vor Allah, dass sie gehorsam gegenüber Allah, weil Allah sagt, dass sie haben alles erschaffen mit seiner Macht, verstehst du? Deswegen die Sonne, wenn sie geht so, jetzt geht es in Amerika auf, das ist alles dient Allah. Das heißt, sie fragt Allah, ich mache, für was du mich erschaffen hast, dass ich immer drehe in meine Urban. Das heißt nicht, dass sie macht Sujud, Allahu Akbar und so, weil Allah sagte auch im Koran, sagte, die Sterne und die Bäume niederwerfen. Und dann sagst du, ah ja, wie geht das? Achso, geh nicht zur Prinzessin und diese Kakerlake Koferpur, der hat Angst, sollte jetzt reinkommen, da wir sehen, wie ich einen Kasperl mache von ihm. Du verstehst du Arabisch? Najm und Shajar machen die Niederwerfung? Nein, aber eine bestimmte Art. Allah sagt, aber ihr wisst nicht, wie die das machen.